Der Spielausfall am gestrigen Abend war natürlich auch heute das Thema im Sportfeld. Trainer und Vereinsverantwortliche wollten sich zu diesem Thema jedoch nicht äußern. Doch im Ludwigsparkstadion gab es Hinweise, wie es um die Begegnung gegen den TSV 1860 München steht. Mit einem Schraubenzieher wurde gemessen, ob der Untergrund noch vereist ist. Und tatsächlich, entlang der Haupttribüne befindet sich offensichtlich noch eine Eisschicht unter der Rasennarbe. Auf der anderen Seite hingegen macht der Rasen einen durchaus bespielbaren Eindruck. Da auch heute Nacht die Temperaturen über Null liegen werden, dürfte das Wasser vor der Haupttribüne ablaufen. Garantieren kann das aber niemand. Doch kehren wir zum Fußball zurück. Wir sprachen nach dem Vormittagstraining mit Fanol Perdedai und Manuel Zeitz. Gestern das Spiel ist leider ausgefallen. Jetzt hast du eine Woche länger Urlaub, wie es aussieht. Kommt dir das entgegen? Nee, überhaupt nicht. Also ich wäre froh gewesen, am Samstag wieder dabei zu sein. Und ja, kam, glaube ich, für mich und mir auch für die Mannschaft überraschend, dass gestern das Spiel dann doch nicht stattfindet. Jetzt hattest du ja aufgrund der roten Karte, wie gesagt, ein bisschen Freizeit. Du hattest einen Vertreter in der Zeit. Was hältst du denn von Luca Kerber? Ja, Luca hat das bisher die zwei Spiele und auch das erste, wo er schon mit mir gespielt hat, hat er super gemacht, hat super in die Mannschaft reingefunden und ja, ist doch klasse, wenn ein junger Spieler wieder oben mitmischen kann. Es ist so ein bisschen dein Nachfolger, ne? Ganz früh angefangen wie du mit 18 Jahren beim FC. Kannst du dich ein bisschen in ihm wiedererkennen? Ja, es ist ein ähnlicher Gang. Er kommt auch aus der Jugend von uns, kommt hoch, macht's gut am Anfang. Bei ihm ist es halt direkt dritte Liga, bei mir war es noch die Oberliga damals. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Und ja, die Parallelen sind, glaube ich, hauptsächlich, dass wir aus der Jugend sind und dieselben Positionen spielen. Gut, jetzt das Spiel gegen 1860 steht an. Das Hinspiel habt ihr mit Glück und viel Kampf gerade so für euch entscheiden können. Was erwartest du jetzt am Samstag? Ja, ich glaube, gerade im Hinspiel hat man gesehen, wie gut 60 München Fußball spielen kann. Ich erwarte eigentlich ein ähnliches Spiel, kann man sagen, wo wir alles reinhauen müssen, dass wir überhaupt eine Chance haben können. War in der Hinrunde mit Sicherheit die stärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Mit Ferl, würde ich jetzt sagen, gegen die hatten wir am meisten Probleme. Haben das Spiel halt in 60 gewonnen, indem wir einfach alles reingeschmissen haben, uns eigentlich nur noch aufs Verteidigen konzentriert haben. Und ja, man wird sehen, was am Samstag für ein Spiel wird. Wir sind zu Hause, wir wollen sicherlich auch dann ein bisschen mehr mitspielen als in 60, aber wissen, was da für ein starker Gegner auf uns zukommt. Was macht deine Wade? Ja, die Wade ist gut. Sie hält. Haben auch vorher eine Analyse gemacht, so eine Laufanalyse bei Sanisa. Und ja, dadurch hat sie mehr Entlastung. Und haben geguckt, was die Ursache ist und haben es herausgefunden, dass halt ein bisschen viele kleine Problemchen waren halt mit der Hüfte und allem. Und so haben wir es korrigiert und haben Einlagen bekommen und dadurch ist es jetzt momentan sehr gut. Ja, hast ja auch die letzten beiden Spiele komplett durchgespielt. Wie gefällt dir die Position hinten rechts? Ja, ich kenne die. Ich habe in den Vereinen, auch wo ich jetzt in Cottbus war, schon da rechts hinten gespielt. Auch FSV Frankfurt in der Nationalmannschaft, auch bei 60 habe ich auch rechts hinten gespielt. Und ja, hier habe ich halt öfters jetzt auch oder mehr in der Mitte gespielt, auch die letzten Jahre auch. Aber ich kenne die Position, ich weiß, was man da machen soll. Und die ist gut, die gefällt mir, klar. Und dann probiere ich auch Leistung zu bringen. Ja, das gelingt dir auch, wie viele bestätigen werden. Der FC hat eine gewisse Geschichte mit 1860, du aber auch. Mhm. Ist das eine gute oder eine schlechte Geschichte? Ja, wie man sich erinnern kann, ist es halt ein bisschen länger her, war halt eine schlechte Geschichte für uns ausgegangen, für die gut ausgegangen. Jetzt letztendlich sind wir trotzdem in der dritten Liga und spielen gegeneinander. Und für mich auch persönlich, ja, habe ein Jahr da gespielt, habe ein halbes Jahr eine gute Saison gehabt, das zweite halbe Jahr nicht so. Und ja, also jetzt, wie gesagt, so extrem war es jetzt nicht, weil es ein Jahr war. Wenn es jetzt länger gegangen wäre, okay, aber es ist ein gutes Duell, denke ich mal, und wird auf jeden Fall spannend. Ja, ich erinnere mich, dass die dich eigentlich gar nicht gehen lassen wollten, aber du bist dann doch lieber zum FC gekommen. Der 60, meinst du? Ja, also die wollten mich haben, aber ich habe mich dann für den FC entschieden und
so ist es halt. Im Fußball muss man halt Entscheidungen treffen und mal gegen jemand anderen sein oder gegen einen anderen Verein und so. Und da habe ich mich für hier entschieden. Das Spiel steht jetzt bevor. Der Manu hat eben gesagt, es war mit der stärkste Gegner, den ihr in der Vorrunde hattet, 1860. Du warst nicht dabei, aber wie beurteilst du das? Ja, ich habe es nur gesehen im Fernsehen, und weil ich da noch verletzt war. Also man sieht ja, die sind spielerisch sehr stark und haben auch eine sehr gute Qualität nach vorne. Hinten sind sie auch stabil und stehen nicht umsonst da oben. Und wir müssen einfach unser eigenes Ding durchziehen. Und wie gesagt, man darf die jetzt nicht unterschätzen, uns auch nicht. Und ja, wird einfach ein gutes Spiel, denke ich mal. Wird auf jeden Fall ein hohes Niveau sein. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ja. Wo denkst du, spielt ihr? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich denke mal, in unserem Stadion nicht, in Ludwigspark. Aber das entscheiden die jetzt noch, die Tage, wo das... wo wir spielen, ist halt schade drum, dass wir halt nicht da in unserem Stadion spielen dürfen. Es ist einfach bitter, man weiß nicht, was man sagen soll und dass man das einfach nicht hinkriegt und muss man jedes Mal ein Spiel verlegen oder nicht mal zu Hause spielen, sondern irgendwo anders. Und dann kriegt man auch nicht diesen Flow hin, dass man halt mehrere Spiele hat im Stadion, vielleicht wo du dir gewinnst und das Selbstbewusstsein dann mitnimmst. Und das ist einfach traurig, ja, aber... können wir nicht ändern, wir müssen einfach weitermachen und einfach zusehen, dass wir einfach gewinnen. Ja.